Fütterungszeit im Frankfurter Zoo. Zwar war das ein oder andere Tier am Anfang etwas skeptisch, nach erster bestandener Geschmacksprobe konnte Umweltministerin Lucia Puttrich dann aber vollends mit der Verköstigung der Zoobewohner loslegen. Karotten, Äpfel und für Erdferkel Elvis die Spezialmischung Würmer aus der Plastikschale. Für die CDU-Politikerin der Zoobesuch der etwas anderen Art. Und natürlich wurden dabei auch nicht die eigentlichen Hauptfiguren des Tages, die beiden afrikanischen Spitzmaulnashörner Zororo und Kalusho, vergessen. Für sie geht es in 2 bis 3 Monaten ins südliche Afrika, wo sie in Swasiland zum Erhalt ihrer Art beitragen sollen. Man muss sagen, dass es im Moment um die Nashörner sehr, sehr schlecht steht, weil die Wilderei wieder gewaltig zugenommen hat. Das liegt ganz einfach daran, dass es durch den vermehrten Wohlstand in Asien eine sehr stark gestiegene Nachfrage gibt nach dem Horn dieser Tiere, das ja als Aphrodisiakum, also zur Steigerung der Potenz, eine wichtige Rolle in der chinesischen Medizin spielt, auch wenn der Glaube irrig ist, denn die Substanz des Nashornpulvers ist dieselbe wie die gekauter Fingernägel und da ist ja bekannt, dass die nicht besonders gut sind zur Potenzsteigerung. Gerade bei Arten mit zahlenmäßig stark dezimierten Beständen sind Erhaltungszuchten in Zoos unerlässlich, um Genpool und Wiederansiedlungschancen aufrechtzuerhalten. Auch die Aufklärung über Lebensweise und Lebensraumbedrohung vor Ort sind Aufgaben der Tierparks, die von Zoogegnern gerne übersehen werden. Besonders spannend finde ich eigentlich die Entwicklung des Zoos in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Früher war ein Zoo etwas, wo man sich Tiere ansah, eigentlich Tiere ausgestellt wurden. Und die Funktion und die Arbeitsweise des Zoos hat sich wesentlich geändert. Die Tiere werden anders gehalten. Es werden auch nicht mehr alle Tiere gehalten, wenn sie nicht artgerecht gehalten werden können. Und es wird ja was dafür getan, dass man auch hier Tiere hat, die dann wieder in ihre Umgebung ausgesiedelt werden. Zum Beispiel, dass ein Nashorn wieder nach Afrika kommen kann und dort wieder Nachkommen gezeugt werden. Dabei gilt es aber nicht nur, die exotischen Tiere zu schützen. Auch die in Hessen beheimateten Arten bedürfen entsprechender Mühen. Und genau hier ist auch die Politik gefragt. Also wir dürfen natürlich in den Bemühungen nicht nachlassen. Wir unterstützen ja viele Projekte. Also wenn man zum Beispiel an das Thema Wildkatzen denkt, das ist jetzt eins, das mir gerade spontan einfällt. Das heißt, wir haben viele Projekte, bei denen wir sehen oder wenn Sie sehen, wenn Windkraft entwickelt wird, dass wir sehr darauf achten, dass die Rotmilanbestände nicht geschädigt werden, sondern dass die erhalten werden können. Da sind wir in vielen Bereichen sehr konkret daran, dass wir sagen, wir wollen Arten nicht gefährden, wir wollen Arten erhalten. Und es muss möglich sein, dass man Infrastruktur entwickelt und dennoch Arten erhält. Laut Zoodirektor Manfred Niekisch kann zudem jeder in seinem privaten oder beruflichen Umfeld eine ganze Menge tun, um einen eigenen Beitrag zum Artenschutz zu leisten. Haken an der Sache? Das alles verpufft letztendlich, wenn die Politik nicht die richtigen Weichen stellt. Wir brauchen, und das haben wir heute von der hessischen Umweltministerin Puttrich bekommen, ganz klare Signale der Politik, klare Statements, wie wichtig der Schutz biologischer Vielfalt ist. Er ist nämlich mindestens so wichtig wie der Schutz des Klimas. Man will nicht zwei große Probleme gegeneinander aufwiegen, aber es ist schon ganz entscheidend, dass wir uns besinnen, jede Tierart, die ausgestorben ist, kommt nie mehr wieder. In diesem Sinne, liebe Politiker, nicht etwa auf die faule Haut legen, sondern Courage beweisen für den Artenschutz. Elvis und Co. werden es euch danken. Das mag die